So, wie ihr gerade im Timelapse gesehen habt, haben wir heute ein bisschen noch das letzte Dreiviertel. Also das müssen wir noch da vorne machen. Dann habe ich jetzt hier auch den Ölabscheider eingebaut und den Bodenabfluss, wie schon besprochen. Wie ihr seht, es ist warm, es ist keine gute Zeit zum Arbeiten. Ja, jetzt habe ich hier den Boden. Ich wollte das nochmal erwähnen, nicht, dass alle Leute denken, was macht der denn da? Das ist jetzt alles quasi mit meinem Gewicht befestigt. Also das wird nochmal verdichtet. Und das ist jetzt alles im Level, sage ich jetzt mal, so dass die Bodenplatte genau die vom Statiker vorgegeben Dicke hat, von 16 cm. Und ich werde es aber trotzdem nochmal rütteln. Und es kann sein, dass hier, wo wir jetzt nur mit den Füßen drauf rumgestampft sind, sozusagen nochmal runter geht. Wichtig ist mir nur, dass im Gesamten die Fläche einigermaßen im Level ist. Und das, was jetzt quasi hier noch in Verdichtung runtergeht, das dürfte nicht viel sein, weil das alles ziemlich sandig ist. Ihr kennt das ja selber, Sand lässt sich nicht so wahnsinnig verdichten, beziehungsweise wir machen das ja hier in Zentimeter Schichten. Wenn du da drauf stehst, ist das dicht, ist einigermaßen verdichtet. Und wenn es noch einen Zentimeter runtergeht, dann wird die Platte nur dicker. Also wichtig ist uns immer nur hier, wenn wir das machen, dass es nirgends so hoch steht, dass die Platte irgendwo dünner wird, sondern dass sie halt überall mindestens diese 16 cm hat. Beton werden wir so viel bestellen, dass es genug ist, weil ich ja die Mauer da hinten auch noch mit den Graben, das werdet ihr noch sehen, füllen kann. Und den Pool, den bagger ich vorne auch noch aus, sodass wir den Poolboden auch noch mitmachen können. Das heißt, ich werde wahrscheinlich relativ satt Beton bestellen für die Bodenplatte. Und alles, was dann über ist, dann in die beiden Teile verteilen. Für den Pool ist es dann nicht so wichtig, ob die Platte dann 10 cm hat oder 12. Da werde ich auch so eine Mindestdicke berechnen. Und alles, was mehr ist, was hier nicht mehr reinpasst und nicht mehr in den Graben von der Mauer reinpasst, die da hinten noch hinkommt. Es geht dann in den Pool und dann ist der Pool halt ein bisschen dicker, die Bodenplatte. Das ist alles nicht so wild. Ja, jetzt geht's morgen weiter. Wir haben die letzte Woche. Ich muss noch Wasser holen. Ich muss das Wasser noch anschließen. Also im Hauswasserwerk und ich muss noch ganz schön viel machen. Ich muss auch diese ganzen Hügel hier, die hier so vor dem Haus rum lauern und diese ganzen Hügel, ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, die ich hier hingekippt habe, die muss alles ein bisschen gerade ziehen, damit die Bauarbeiter hier rein und raus können, damit es ein bisschen eben ist. Das sind alles Sachen, die muss ich die Woche noch schaffen. Nächsten Montag, also genau in 7 Tagen, wird hier wahrscheinlich schon das untere Stockwerk stehen. So wie ihr jetzt in dem gerade gezeigten Timelapse gesehen habt, habe ich hier einmal am Grundstück alles gerade gemacht hier hinten. Alles ist so ein bisschen die ganzen Hügel, damit ja die Bauarbeiter jetzt Montag nicht drüber stolpern müssen. Und dann haben wir jetzt hier das alles eben gemacht und auf Level, also auf die richtige Höhe. Ich habe jetzt hinten schon mal, sieht man das, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, da habe ich schon mal einmal verdichtet, einmal so, einmal längs sozusagen. Und das sieht dann schon gut aus, die Fläche. Und da gehe ich jetzt hier vorne auch nochmal längs und dann hier noch einmal quer. Da ist eh nichts zu verdichten. Das ist schon, irgendein Bauarbeiter hat mal gesagt, Mensch, verdichten brauchst du nur solange der auch hüpft. Wenn er nicht mehr so hüpft, dann ist es fest. Und das ist, an manchen Stellen ist das schon okay. Bei manchen ist es nochmal nötig, das zu verdichten, aber nicht an allen. Gut, egal, muss ich sowieso machen. Ist ja nichts, was man sich aussuchen kann. Jetzt kommt, wie gesagt, in 3 Tagen, nee, warte mal, 4 Tagen kommt das Haus. Ich muss jetzt hier noch die Bodenplatte einmal abfegen, dann alles runterräumen, was hier drauf liegt. Das Abwasserrohr, Entschuldigung, das Abwasserrohr hatte ich da noch liegen. Jetzt habe ich hier gerade alles verdichtet. Hier kommt der Müllcontainer hin und der Wasseranhänger, der kommt auch hier hinter das Haus. Und hier vorne steht auch schon die Toilette, das ist unsere Toilette. Und dann sind wir nämlich von den Bauvorgaben, von dem Bau, wie heißt das hier,
Bauleiter die Vorgaben, die er uns gemacht hat. Also hier Kranplatz, Toilette, Container, Wasser, sind wir dann fertig. Dann geht es nämlich heute hier mit der Bodenplatte weiter. Da mache ich hier wahrscheinlich heute schon Folie drauf und die Drunterleisten schon drauf. Dass hier das nicht mehr die Fläche, die ich heute schön gerade machen will, nicht mehr versaut wird sozusagen. Und dann fange ich auch schon an, die Schalung hier zu bauen. Los geht's. Heute mal nicht so heiß, nur 21 Grad. Dafür regnet es heute und wieder nass, egal. Ich habe jetzt hier Folie drunter gepackt und die Drunterleisten draufgelegt, habe festgestellt, okay, habe nicht genug. Jetzt habe ich noch ein Paket bestellt, das kommt wahrscheinlich erst nächste Woche. Ist nicht so schlimm, ich muss ja noch den Holzrahmen bauen, also die Einschalung für die Platte. Heute sind auch schon das Material gekommen, die Dachziegel, der Schornstein, Kleinteile. Ich habe alles ein bisschen weggepackt und jetzt ist es ja, sind es ja nur noch 2 Tage. Wollte ich nochmal die Platte, wenn es nicht mehr, ich glaube Sonntag regnet es nicht mehr, nochmal die Platte abfegen und dann kann das da losgehen. Container ist heute gekommen, Müllcontainer, Toilette ist ja schon da, also sind wir jetzt quasi baufertig, wir freuen uns richtig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber wir sind freuen uns, sind aufgeregt wie kleine Kinder. Ja, für heute ist hier Schluss, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, diese Schalung anzufangen, das mache ich morgen. Und ja, der Rest, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt, die Steine, die ich da, ich habe mir diese ganzen großen Kieselsteine, ich weiß nicht, Wackersteine, diese runden großen Steine, die man noch im Garten verwenden kann, die habe ich mir alle ja so ein bisschen zur Beiseite gelegt, die habe ich jetzt alle auf eine Ecke gelegt, außer 2, die ich nicht anheben kann und den Bagger wollte ich jetzt auch nicht anschmeißen. Ja, jetzt geht es hier voran. Was die Platte angeht, es verzögert sich. Aber nicht viel. Ich freue mich, dass es schon so weit ist, wie es ist. Dafür, dass es meistens alleine ist, also mit meiner Frau ein bisschen, geht es eigentlich ganz gut voran. Wir sehen uns morgen dann. So, jetzt ist morgen. Bin heute mit meinem kleinen Sohn da. Der muss mir heute helfen messen, weil ich ja die Schalung mache. Und da muss jemand das Maßband auf der anderen Seite, muss ja diagonal vermessen. Muss jemand das Maßband halten, das kriegt er hin, der Kleine. Und wir fangen jetzt dann eben an, die Schalung zu bauen. Ganz alleine, ganz gerade reingehauen, super. Und nochmal. So, hau mal drauf. Wenn er so ein bisschen krumm ist, genau. Du bist ein Naturtalent. Noch ein bisschen weiter, bis er richtig glatt ist. Mal richtig doll. Super. So, Wochenabschlusskommentar. Heute ist Sonntag, Nachmittag, weiß nicht,
zwei, drei vielleicht. Morgen früh kommt's raus. Ich habe jetzt hier die Platte nochmal abgefegt, wie ihr seht, richtig schön geworden. Ja, und alles andere ist auch vorbereitet. Jetzt fahre ich nach Hause, schneide das Video und nächste Woche seht ihr dann, wie es aufgebaut wird. Garage muss so lange ein bisschen warten da hinten. Okay, bis nächste Woche.